Check gerne meinen Partner MMOGA in der Beschreibung aus für günstige FIFA Points, PSN und Xbox Cards sowie Game Keys. Ihr findet dazu auch noch einen Rabattcode. Mit jedem Kauf über meine Links unterstützt ihr mich natürlich. Vielen Dank dafür. Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einer weiteren Folge des Adventskalenders und zwar heute der 8. Folge am 8.12.2017 und ich spreche es wieder an wie letzte Folge. Wenn ihr am Gewinnspiel des Adventskalenders teilnehmen wollt, was am 24.12. ausgelost wird, dann müsst ihr auf jeden Fall die 24 Folgen des Adventskalenders geliked haben, sowie einen Kommentar geschrieben haben und dann natürlich noch Abonnent des Kanals sein. Und dann starten wir die heutige Folge rein, was ich letztes Mal noch angesprochen habe. Sollten wir die 2000 Abonnenten auf Instagram noch erreichen, dann werde ich dort auf jeden Fall auch nochmal ein Gewinnspiel am 24. raushauen, wenn wir das Ganze bis zum 24. erreichen. Also falls ihr das noch nicht gemacht habt, checkt auf jeden Fall gerne Instagram ab. Und dann das Letzte, was ich noch sagen wollte. Es sieht wirklich derzeit stark danach aus, als wenn vor dem 24., also Mitte Dezember, so dass ihr das Ganze noch zu Weihnachten bekommen könntet, als wenn bis dahin noch Merch rauskommt. Also das möchte ich auch nochmal angemerkt haben. Ich habe jetzt auch schon mittlerweile ein paar andere Leute gefragt und die meinten auch zum Beispiel, dass der Merch echt nice aussieht. Also der ist auf jeden Fall, ich habe es letztes Mal schon angesprochen, relativ am Ende, relativ neutral, nicht so unbedingt hundertprozentig YouTube-lastig, sondern erstmal ein bisschen neutraler gehalten, so dass man den auch in der Freizeit anziehen kann und sowas. Das ist für mich immer ganz wichtig, dass man die auch im alltäglichen Gebrauch anziehen kann und da nicht irgendwas draufsteht, so dass man die überhaupt nicht mehr im Alltag anziehen kann. So, das wäre es jetzt aber gewesen. Und ich weiß nicht, ob ich es angesprochen habe. Zu den Bestellungen gibt es auch im Dezember natürlich eine Autogrammkarte dazu. Also solltet ihr direkt bestellen, kriegt ihr natürlich auch eine Autogrammkarte. Und ja, wir haben unser erstes Transferangebot bezüglich Jan Fiete ab. 33 Millionen, das ist schon ein mega krasses Angebot und ich sag einfach mal, ja, sollten wir wirklich über 45 Millionen für ihn bekommen? Man muss überlegen, wir sind eine Mannschaft in der zweiten Fußball-Bundesliga und kriegen ein 45 Millionen Angebot jetzt gleich vielleicht. Derzeit noch bei 32 Millionen, aber sollten wir wirklich ein 45 Millionen Angebot bekommen, ist das, denke ich mal, für alle klar, dann müssen wir das Ganze annehmen. Außerdem bekommen wir gerade ein überaus hohes Angebot bezüglich Bayrami und 15,1 Millionen bei einem Marktwert von 8,5. Uiuiui, also da greift Nürnberg auf jeden Fall sehr, sehr hoch ins Regal. Man muss überlegen, Nürnberg macht ein 15 Millionen Angebot, spielt allerdings in Liga 2, das ist auch schon ziemlich krass. Aber sollten sie ihn wirklich haben wollen, weil ich möchte, wie gesagt, nicht, dass unsere ganze Mannschaft auseinanderfällt, wenn uns Arp schon verlässt. Da müssen die den schon ordentlich überzahlen. Unter 20 Millionen lasse ich den jetzt mal nicht ziehen. Ja, und Jan Fiete Arp wechselt tatsächlich für das Doppelte seines Marktwertes von Kiel zu Betis Sevilla. Und ja, wir nehmen das Ganze an. Wir haben keine andere Möglichkeit. Wir hätten andere Möglichkeiten, aber ich sag ganz ehrlich, wir können kein 50 Millionen Angebot ablehnen. Das ist schon überkrass. Wir haben bisher immer noch keine Antwort bezüglich Jan Fiete abbekommen, kriegen jetzt sogar ein Leihangebot rein, vielleicht haben sie, sehen wir es jetzt hier, es ist immer noch angenommen, also es passiert nichts. Ah, hier, Jan Fiete hat einen Wechsel zu Real Betis Sevilla abgelehnt, da keine Einigung über die Vertragskondition erzielt werden konnten. Okay, diesmal haben wir allerdings keine Nachricht bekommen. Und ja, ein Leihangebot. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, überhaupt ein Leihangebot anzufragen. Lehnen wir natürlich direkt ab und ja, dann starten wir schon rein in die Rückrunde und vielleicht packen wir es dieses Jahr wirklich aufzusteigen. Wieder der Rekordtransfer, wieder Top-Transfer. Ein Wechsel von Bayern zu Leipzig. Andersrum. Nee, doch richtig rum. So, es war richtig rum. Von Bayern zu Leipzig. Sergi Roberto ist Top-Transfer für diese Transferphase. Interessant, dass es schon wieder ein Wechsel von Bayern zu Leipzig ist. Vielleicht hat sich da, ja, Leipzig als beste Mannschaft so ein wenig durchgesetzt und deswegen wechseln sie von Bayern zu Leipzig. Ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist das schon der zweite Transfer nach Tolisso, der auch weltweit der Top-Transfer ist. Und ja, das finde ich ist schon ein bisschen überraschend im deutsch-deutschen Raum, da direkt einen deutsch-deutschen Wechsel zu haben. Das sieht man nicht alle Tage. Und dann auch noch von Bayern weg zu Leipzig und für so eine Summe. Andersrum hätte ich das vielleicht eher verstanden.
Aber gut, wir gehen jetzt rein in die letzten 5 Stunden. Wir kriegen nochmal ein Angebot bezüglich Gonzales, aber in der kurzen Zeit werden wir das glasklar ablehnen und einfach mal weiterschauen, ob noch irgendwas passiert. Denn eigentlich bin ich jetzt nicht unbedingt daran interessiert, in den letzten 3 Stunden noch irgendeinen Spieler abzugeben. Wie gesagt, wir müssen uns dann auch immer nach neuen Spielern umsehen. Und das ist nicht immer ganz so leicht in so kurzer Zeit. Und ja, jetzt wird das Ganze sowieso nichts mehr. Wir werden keinen Spieler mehr verkaufen und wir werden keinen Spieler mehr kaufen. Ich denke mal sogar, dass diese Folge hier heute etwas kürzer sein wird. Denn ja, wir müssen einfach mal schauen, wie es jetzt nachher tabellarisch aussieht. Denn vielleicht packen wir den Aufstieg und dann müssen wir eigentlich nur Spiele zeigen, die gegen Vereine im Umfeld sind, wie zum Beispiel Hannover, Union Berlin oder Bielefeld. Wie eben angesprochen, starten wir jetzt in ein solches Spiel rein, und zwar gegen Hannover. Linksverteidiger ist verletzt, dafür startet Sika rein, und ja, ich hoffe, dass wir hier gegen Hannover, gegen einen direkten Konkurrenten, die 3 Punkte mitnehmen können. Ich habe davor jetzt nicht nochmal auf die Tabelle geguckt. Das kann sein, dass entweder wir mittlerweile voll weit weg sind von Hannover, also im negativen Bereich, oder Hannover ordentlich abgerutscht sind. Sie führen auf jeden Fall gegen uns mit 2:0, Awuku mit dem 2:1 Anschlusstreffer, aber ich glaube nicht, dass hier noch der Ausgleichstreffer passiert, und so ist es auch. Wir verlieren leider gegen Hannover 96 im eigenen Stadion mit 2:1. Und ja, es war ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Hätten wir gewonnen, wären wir 1 Punkt hinter Hannover. Und jetzt sind wir leider 7 Punkte hinter Hannover. Also das war eines der altbekannten 6-Punkte-Spiele. Mittlerweile jetzt sogar bis Tabellenplatz 8 abgerutscht. Aber wir spielen jetzt gegen den Tabellendritten, die mittlerweile 12 Punkte vor uns sind. Also es sieht wirklich nicht danach aus, als wenn wir diese Saison den Aufstieg hinbekommen, auch wenn ich ja sagen würde, unsere Mannschaft wäre dazu auf jeden Fall fähig. Also wenn ich unsere Mannschaft so anschaue, sieht das schon aus wie eine der besseren Zweitligamannschaften, wenn nicht sogar wie der besten. Und deswegen ist es ein bisschen belastend, dass wir da derzeit auf Tabellenplatz 8 sind. Aber ich hoffe, dass sich das noch einigermaßen dreht und dass wir am Ende vielleicht noch Platz 3 erreichen, wenn nicht 4-5. Und wir sind schon wieder 1:0 hinten. Es ist doch wirklich unglaublich. Wir verlieren scheinbar jetzt auch noch gegen Union Berlin. Also irgendwie will unsere Mannschaft gar nicht spielen. Und ja, das ist halt unsere Mannschaft. Ich finde, die ist schon, ja, müsste auf jeden Fall zu den besseren Zweitligamannschaften gehören, bin ich der Meinung. Und da mir die Rückrunde wirklich von unserer Mannschaft bisher überhaupt nicht gepasst hat, bin ich jetzt auf den letzten Spieltag gesprungen. Wir schauen uns nochmal die Tabelle an. Ich weiß sie derzeit auch nicht. Wir gucken rein. Wir sind derzeit... Uiuiui. Für uns geht es um die Relegation. Damit habe ich nicht gerechnet. Wir spielen gegen Düsseldorf. Die sind auf dem Tabellen 17. Platz. Das bedeutet, die sollten definitiv schlagbar sein. Dazu leider zu Gast. Zu Hause wäre noch ein wenig besser geworden. Und wir schauen jetzt, gegen wen Union Berlin spielt. Union Berlin muss ran gegen Duisburg. Und Duisburg ist auf welchem Tabellenplatz? Auf dem 7. Also, Duisburg bitte überzeugen oder auch ein Unentschieden. Selbst ein Unentschieden, wenn wir gewinnen, würde ein Unentschieden in Duisburg ausreichen. Das ist jetzt mega spannend. Damit habe ich nicht gerechnet, dass das letzte Spiel nochmal so krass wird. Jugendspieler will weg. Wir können kurz einmal reinschauen, wer das ist. Es ist Gabriel Lemenz. Den werden wir vielleicht hochziehen. Ich ziehe eigentlich immer alle 62er hoch. Mal gucken, ob der schon seine 62 hat. Oh, der hat aber ein krasses Potenzial. 89 bis 94. Den übernehmen wir mal ins Profiteam. Die beiden haben die 62, die können sowieso beide übernommen werden. Und der andere ist gerade mal 15 Jahre und hat auch schon eine 60 und ein unfassbar geiles Potenzial. Also, unsere Jugendspielerabteilung da, die entwickelt sich langsam. Der beste Jugendspieler mittlerweile mit der 64, genauso wie unser Keeper, auch die 64. Sieht auf dem Bild aus wie 1,20, ist aber 1,92, also der ist auf keinen Fall so klein, wie er direkt auf dem Bild aussieht. Und dann werde ich jetzt noch einmal kurz unsere Mannschaft ein wenig sortieren, denn ich bin einer, ja, ich sortiere die immer ganz gerne so nach Rating. Und dann können wir jetzt reinstarten in das letzte Spiel
in das alles entscheidende Spiel der Saison alles nochmal auf eine Karte setzen. Und danach schauen wir uns gerne auch nochmal die Statistik der Spieler an. Denn mich persönlich, ich weiß nicht, ob es euch auch interessiert, mich interessiert ist, ob einer unserer Jugendspieler schon Einsatzzeiten bekommen hat. Und ja, wir starten rein. Gegen Düsseldorf, wie gesagt, behaltet unten rechts das Ergebnis von Union Berlin im Blick. Denn am 34. Spieltag, ebenso wie am 33. sind natürlich alle Spiele parallel. Deswegen auch immer unten drauf achten und wir müssen gewinnen. Das ist ganz, ganz wichtig und wir sind auch schon 1-0 in Führung durch Jan Fiete ab nach gerade mal 11 Minuten. Und auf dem anderen Platz steht es noch 0-0. Hier bei uns jetzt 1-1, das bedeutet derzeit wären wir leider nicht aufgestiegen. Wir brauchen ein Tor. Wir brauchen ein einziges Tor und González mit dem 2-1. Und ich glaube, ich bin mir recht sicher, bei Union Berlin ist kein Tor gefallen. Das heißt, wir sind punktgleich und wir haben die bessere Tordifferenz. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da was übersehen habe. Ich hoffe allerdings wirklich, dass ich nichts übersehen habe. Wir sind in der Relegation, Jungs, und das bedeutet, wir hängen nochmal 2 Spiele hinten dran. Ja, und wie sollte es anders sein, als dass jetzt in der Relegation uns der Hamburger Sportverein gegenübersteht. Ex-Verein von Jan Fiete ab. Und ich glaube, es könnte eine mega interessante Partie werden. Denn ich bin der Meinung, man kann auf jeden Fall schwächere Gegner als den Hamburger SV kriegen. Vielleicht irgendwelche Mannschaften, die aus der zweiten Liga im Jahr davor aufgestiegen sind. Aber gut, so viel Glück hatten wir leider nicht. Wir müssen einen Wechsel vollziehen. Und zwar ist Bunuel, wenn auch immer er richtig ausgesprochen worden ist, möchte leider nicht mitspielen, hat sich rot sperren lassen vor dem Spiel und deswegen kommt er auf die Bank. Gleich wird uns der Assistenztrainer anmeckern, weil er jetzt gerade auf der Bank sitzt. Aber den darf der Assistenztrainer da selber auswählen, wen er runternimmt, obwohl der ist nicht mehr auf der Bank. Und das heißt, wir starten jetzt so rein gegen den Hamburger SV. Erstmal auswärts, da lautet die Devise immer Tore schießen, Tore schießen, Tore schießen. Bei Rami schon mal mit der Verletzung und Kapuzka auf der Seite von mal. Alter, was ist das für eine Mannschaft? Die ist echt nicht schlecht. Mit Kapuzka, ein Superspieler mit Potenzial. Halilovic ist echt gut. Wallacy ist gut. Gideon Jung wird sich wahrscheinlich entwickelt haben. Uiuiui, das ist echt eine kranke Mannschaft, die auf der anderen Seite steht. Und wenn wir ohne Tor bleiben, dann wird es sehr, sehr hart fürs Rückspiel und es sieht danach aus, ja, es bleibt dabei. Wir spielen leider 1-0, also der HSV gewinnt 1-0 und damit wird es im Rückspiel sehr hart. Im Rückspiel jetzt gegen den Hamburger Sportverein. Der nächste Ausfall, unser Rechtsverteidiger ist wieder am Start, der war ja rot gesperrt, aber dafür fällt unser ZM aus. Bayrami hat sich am Hinspiel verletzt und der kann dieses Mal nicht mitspielen, ist allerdings nur auf der Bank, so wird er runtergenommen. Und dann starten wir jetzt rein. Wie gesagt, ich schätze den HSV sehr, sehr stark ein, weil sie sehr viele talentierte Spieler haben. Adnan ist einer, der hat im Hinspiel nicht gespielt. Papadopoulos hat, glaube ich, auch nicht im Hinspiel gespielt. El Ghazi hat auch nicht im Hinspiel gespielt. Also die haben echt eine mega starke Mannschaft. Oder sehe ich das falsch? Also ich muss ganz ehrlich sagen, da sind unfassbar viele entwicklungsfähige Spieler im Karrieremodus bei. Und diesen Zambo Anguisa, den werde ich gleich mal suchen. Ampadu mit dem 1-0 für uns. Schindler mit dem 2-0. Nur kein Gegentor bekommen. Nur kein Gegentor bekommen. Dann sind wir in Liga 1. Wir haben es dann geschafft, in die Bundesliga aufzusteigen. Und Jungs, wir sind nächste Saison in der Bundesliga. Ich habe euch natürlich noch gesagt, wir schauen uns mal an, ob einer unserer Jugendspieler Einsätze bekommen hat. Und ich kann euch auch sagen, dieser Zambo, wie auch immer, er hieß gerade vom Hamburger SV, den habe ich mir nochmal genau angeschaut und der ist kein Regen, sondern schon 25 Jahre alt. Und wir schauen, wie gesagt, jetzt auf unsere Jugendspieler und schauen, ob die Spiele gemacht haben. Ich kann das leider hier nicht nach Alter sortieren. Das ist ein wenig schade, aber wir wissen ja, wer die Jugendspieler sind. Erstmal Wouters, keinen einzigen Einsatz leider in dieser Saison bekommen. Genauso wie Van der Meer und Lemons, die haben alle leider komplett ohne Einsatz gespielt. Kinzombi in der Innenverteidigung bisher mit den meisten Spielen, die ein Spieler hatte. Chipman hat sogar 5 Spiele gemacht. Das ist allerdings sehr, sehr verwunderlich, warum der 5 Spiele gemacht hat. Das würde ich gerne wissen. Achso, weil wir am Anfang keinen Keeper hatten. Ganz genau deswegen war das. Und dann geht es weiter mit Padu. Hat auch sehr, sehr viele Spiele gemacht. Mehr als Bissek zumindest. Und Albrecht auch ohne eine einzige Partie. Aber Albert Vogel hat in dieser Saison insgesamt schon
4 Einsätze gesammelt, darunter 2 Zweitliga-Erfahrungen. Und vielleicht kommen in der nächsten Saison dann die ersten Einsätze im ersten Team dazu. Und es sieht dann mal aus, als wenn das der einzige Jugendspieler ist, der bei uns bisher eingesetzt worden ist. Und es bleibt auch dabei. Und ja, damit würde ich sagen, sehen wir uns morgen in der Bundesliga wieder. Endlich haben wir den Aufstieg geschafft. Ich bin mega zufrieden. Und wir steigen auf mit Hannover 96 und Arminia Bielefeld. Und dann, wie gesagt, solltet ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollen, auf jeden Fall Daumen nach oben und dazu einen Kommentar schreiben und natürlich Abonnent des Kanals sein. Und dann denkt auf jeden Fall dran, es sollte Mitte Dezember ungefähr mein Merch rauskommen. Also wer daran interessiert ist mit Autogrammkarte etc. Und wie gesagt, ich finde, auch aus neutraler Sicht betrachtet, sieht das Ganze ganz nice aus. Und ja, damit beenden wir die Saison und sehen uns morgen natürlich wieder in der ersten Fußball-Bundesliga.